la 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 la. Oh Gott. Edward Griegs Morgenstimmung, die Sonne geht auf, oh wie schön. Oh du, ich hab dich doch eben gerade erst getötet in der letzten Session. Mann, Mann, Mann. Schön, dass du wieder dabei bist zu Minecraft. So, und wie ich sehe, sind wir jetzt am Meer angelangt. Ist das da hinten ein versunkenes Schiff? Nein, das ist nur Zuckerrohr. Wir müssen eigentlich... Oh, natürlich hier. Oh, oh. Kann ich den eigentlich so zum... Oh, oh, weg, 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 weg. Jetzt mal weg jetzt hier. Und dich jetzt kriege ich doch auch noch, oder? Komm schon, du miese Petrich, immer zum Mutzig gucken. What? Wie unfair. Einfach nur unfair. Na gut. Pylone ist da, das heißt, ich mache jetzt erstmal hier oben einen drauf, damit man den von da sehen kann. Damit ich mir später dann keine Gedanken mehr machen muss ums Reiten, sondern einfach nur geradeaus. Ich muss jetzt hier irgendwie am Meer entlang. Und hier mache ich natürlich einen schönen Gehweg. Wir sind ja hier, ne? Wir machen das ja richtig. Wir machen das richtig. Oh, ein kleiner Mini-Pigman. Es geht ab, Junge. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist nichts. Ich habe hier eine Höhle gefunden, kann das sein? Kann das nur so sein, sonst würde ich hier nicht so viel gegen Maule hören. Einfach mal gucken, was Sache ist. Hier ist nichts. Aber es ist ganz da, ich spüre es. Ich spüre es im Wasser, ich spüre es in der Erde, ich spüre es in der Luft. Hier ist eine Höhle. Mit wunderbarem Duft. Egal, wir machen das jetzt hier, ne? Wir machen das vernünftig. Sand haben wir mehr als genug, aber der Sand fällt ja immer nach unten, das ist nicht toll. Deswegen nehme ich den Stein, ganz klar. Ganz klar, ganz klar. Ein bisschen was bleibt ja hängen, so mir nichts, dir nichts, über die Zeit hinab und so, ne? So, ja, genau, habe ich gut gemacht, ne Leute, habe ich richtig gut gemacht. Und du, Ferdinand, willst dich schon wieder in den Tod stürzen? Regeneriert sich Ferdinand eigentlich wieder? Das wäre toll. Das würde ich tatsächlich zu schätzen wissen. Und jetzt sind wir hier an diesem blöden Wall angelangt. An diesem Wald, an diesem verrückten Wald. Deswegen werde ich eine Brücke bauen müssen. So. Und zwar zeigt mir dann meine Pylon. Habe ich keine? Doch, habe ich. So, okay. Machen wir erstmal ein Leuchtstäbchen da drauf. Tadan! Und dann reiten oder bauen wir uns hier eine kleine Brücke. Irgendwie so hier. Darf nicht zu breit sein, sonst habe ich bald keine Steine mehr. Ja, ne, machen wir so. Und dann einfach hier so ein Zombie brennt hier. Irgendwo brennt hier ein Zombie. Ja, typisch kommt halt einfach mal so ein brennender Zombie um die Ecke. Aber früh am Morgen kann das schon mal passieren. Ja, das ist klar. So, und dann müsste ich irgendwie da hinkommen. Ich weiß ja nicht, wie weit und wie nah ich jetzt dran bin. Als ich den Tunnel gegraben habe, habe ich mal just for fun einfach mal nach oben gegraben und bin dann einfach mitten am Meer rausgekommen. Und zwar, wo ich einfach nichts gesehen habe in jede Richtung. Überhaupt nichts in jede Richtung. Ja, das heißt, Meer liegt zwischen uns, also zwischen unserem Häusle und allem anderen Gesocks dieser Welt. Ich immer, was auch immer ich rede. Ja, nix. Ich schlabe nur. Schlabe nur. So, jetzt hier. Wo ist Ferdinand? Ich vertraue Ferdinand. Du bist gut gepanzert. Du schaffst das. So, und wir müssen irgendwie jetzt hier rüberkommen, ne? So, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ach. Ja, was soll man da groß sagen, ne? Jetzt hier, außer jetzt hier so lang zu bauen. Ein bisschen gechillt in der Ecke sitzen. Über seinen Tag sinnieren und so. Alles, was dazugehört. Ja, ich nehme am besten mal Erde dafür. So, jetzt hier. Ja, ich nehme jetzt am besten Erde dafür, sagte er, während er einen Stein... Ernsthaft? Ich sollte mich da drauf stellen. Ich bin gewohnt, auf dem Block zu stehen, den ich bauen möchte. So, okay. Und jetzt. Na komm. Und immer schön lange bauen. So, jetzt haben wir zumindest zwei, aber zwei sollten reichen. Das kriegen wir hin. Dann machen wir noch hier einen, um die Kurve zu schneiden, wenn es mal schnell gehen muss, ne? So, und jetzt muss ich mich hier hochgraben. Und zwar, ja, das ist eigentlich doof. Und zwar möchte ich hier auch wieder drei haben. So, 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 so. Tada. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich hier nicht den Baum irgendwie, ja, ich bin ja ziemlich hoch mit dem Pferd.
Deswegen müssen wir da Obacht walten lassen. Hacken wir das hier noch rum. Ich glaube, ich mache noch einen rein. Und dann bauen wir uns eine formvollendete Treppe hier in den Berg hineingehauen. Das ist feinste Beneos-Qualität hier. Sich die Mühe machen, dass das gut aussieht. Ein Auge fürs Detail. Das ist es, worum es geht in dieser Welt. So leistet man gute Arbeit. So, das ich hier auch noch. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Und weg damit, den ganzen Dreck. Den ganzen Dreck braucht keiner. Da siehst du, es ist schön unter dem Bäumchen durch. Habe ich eine schöne Treppe gebaut, drei hoch, super bequem zu bereiten. Das ist gut, das ist richtig gut. So. Wenn die den auch noch wegmachen, dann können wir ja schon mal die nächste Stufe reinhauen. Und ein bisschen debattieren. So. Debattieren über was für ein Thema. Was ich interessant finde, ist, dass meine Special-Sachen einfach viel mehr geguckt werden als meine Let's Plays, wenn ich so meine Statistiken gucke. Ne? Die Nerdfacts werden viel mehr gesehen als zum Beispiel ein normales Let's Play. Gut, gebe ich zu, hat natürlich auch ein bisschen mehr Nährwert, hat einer von euch ja auch schon geschrieben. Ich glaube, es war, wer war denn das? War das der Johnson? Ich bin mir nicht genau sicher. Nicht genau sicher, ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber, ja. Ich muss mal schauen, ob ich weiter die ganze Zeit auch so viele verschiedene Let's Plays dann mache oder mehr in so Special-Sachen gehen. Ich habe jetzt ein super lustiges Special am Laufen, das schon draußen ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, während ich das aufnehme. Und zwar geht es um die Synchro von Gronkh und Sarazar, die Super-Homos. Was klingt böser, als es eigentlich gemeint ist. Aber wenn ich über sie jetzt lachen kann, hat kein Humor. Und zwar habe ich ein Interview, was ich von Gronkh und Sarazar gesehen habe. Und die beiden reden halt so ernst und auch so gestikulierend, dass ich da einfach gezwungen war, eine etwas andere Synchro drüber zu legen und dem Ganzen einen etwas lustigen Touch zu geben. Und ich bin mal so, vielleicht mache ich auch mehr von dem Zeug oder so. Ich bin da super offen, ich habe so viel Auswahl und so. Minecraft habe ich eh immer Bock. Aber ich habe halt gemerkt, dass es schon ziemlich anstrengend ist, wenn man sich so viel Let's Plays aufhält. Das würde ich machen, hätte ich auch den Bock zu, die Lust zu. Es ist aber alles nicht so einfach, wenn man halt einen Job hat und alles. Und das alles unter einen Hut kriegen will. Und die Lebensgefährtin will ja auch noch was von einem sehen. Von daher. So, hier könnte ich jetzt mir den kurzen Weg so hier rüber. Oder sollte ich über die Bucht drüber reiten? Was haben wir denn hier? Wie tief geht's denn rein? Geht hier bis hier hinten hin. Einiges an Höhlen hier noch. Cool. Die kann ich natürlich da mitnehmen. Ich würde sagen, wir graben uns dann hier runter. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir da. Da sind wir hier. Dann machen wir hier Platz. So, und dann machen wir noch hier einen schönen Erdhaufen hin, dass man auch genau sieht, hier geht es runter. Dann müssen wir noch hier Leuchtpylone hinsetzen. Einfach für das allgemeine Verständnis. Ernsthaft? Na, nicht mal das kriege ich hin. Ich bin so ein Invalide. So, und dann müssen wir hier natürlich auch noch einen hinmachen, der Form halber. Ganz klar. Außerdem leuchten die nachts den Weg. Das ist äußerst praktisch. So, und Ferdinand kann ich jetzt eigentlich auch mal wieder mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Der Arme verhungert hier noch in der Wüste. Oh, er hat sich regeneriert. Das freut mich. Sehr schön. Ferdinand. Oha. Ich wollte jetzt eigentlich nicht sterben. Stimmt, Ferdinand kann ja sterben im Wasser. Da muss ich jetzt super vorsichtig sein. Boah, dann nehme ich mir noch mehr ein bisschen mehr Zeit. Gut, dass ihr mir das gesagt habt, ey. Ich hätte es einfach schlichtweg verpeilt. Ich hätte es schlichtweg verpeilt. Da. Graben wir uns hier weiter. Jetzt machen wir ein bisschen Dreier und wahrscheinlich mache ich auch noch einen kleinen Zaun drumherum. Natürlich muss ich mir jetzt wieder die Zeit nehmen und den ganzen zusätzlichen Blockscheiß hier wieder abbauen. Ich habe gedacht, so geht es vielleicht schneller, trotz des Abbauens, aber naja. Ich weiß auch nicht. Dreck haben wir eigentlich immer mehr als genug, ne? Machen wir hier kleine Autobahn, die sicherheitshalber uns davor schützt, hier irgendwie in den Scheiß reinzufallen. Müssen wir mal gucken, das machen wir dann auch irgendwann mal schön, dass wir uns da mal eine schöne Session machen, um die Laufwege hier zu verschönern. So vielleicht mit vernünftigen Steinen und dann eine richtige Veranda bauen und so, ne? Das wäre cool. So viel Zeit können wir uns ja dann nehmen und geben.
Aber fürs Erste soll der Dreckzaun reichen. Der Dreckzaun. So, wir sind hier auf Number Safety. Nummer sicher ist ganz wichtig, ganz toll. So. Und here we go. Komm schon. Komm schon. Und der Form halber reicht's gerade so nicht. Ganz klar. So. Und die Nase, die räudige Nase juckt mal wieder. Und Ferdinand. Er blickt hinaus. Romantik. In die weit dahin ziehende Meereslandschaft und sinniert, wie es doch wäre. Eigentlich bringt der Zaun überhaupt nichts, weil ich ja auch ohne weiteres einfach da drüber klettern kann. Aber jetzt kann ich wenigstens den ganzen Dreck hier aufnehmen. So, hier, ne? Hier machen wir nochmal Ferdinand. Absteigen. Feuer. So. Perfekter Ort für einen Leuchtfäckelchen. So, man muss ja auch mal bedenken, das muss man auch von der anderen Seite aussehen. Weißt du, wenn ich den da hinten jetzt hin, da unten den mache, würde ich von da hinten nicht sehen. Deswegen muss immer quasi eine Sichtlinie zum nächsten Hotspot haben, um sich nicht zu verranzen. Und das wäre doof. Genug geschnackselt, genug gelabert. So, 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 so. Machen wir, wie machen wir das? Wir machen, oh, Ferdinand, what the hell are you doing? Und dann geht es hier lang. Ich würde sagen, so einfach gerade über die Bucht drüber. Dann können wir viel Raum hinter uns bringen. Alter, das ist scheiße. Das sieht kacke aus. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Und hier haben wir zwei Platz. Haben wir mehr Platz. Ja, ich will aber auch nicht so viel Brücke bauen müssen. Deswegen machen wir das jetzt so hier. Machen wir jetzt sowas so. Dann hier einen kleinen Stopway, dass man dann sieht, okay, hier ist erstmal Schicht im Schacht. So. Dann baue ich einen Leuchtpylon hier hin. Am besten noch genau so scheiße bauen, damit das richtig kacke aussieht. Vielleicht sogar einen ganz großen. Warum eigentlich nicht? So. Alles klar. So, hier mit 3. Geht's weiter. So, 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 so. Ja, sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So. Machen wir noch mehr hier ein bisschen Sand hin, bis da vorne hin. So, und dann geht es hier runter gerade. Gerade runter. Guck mal, wie ich meine Muttersprache verliere, wenn ich mich konzentriere. Die Höhle. Die hier. Ist da vielleicht eine Mine oder so? Nee, ich sehe nur eine Höhle. Oho. Lass ich mal sein. Ich habe hier eh gerade nur eine Aufgabe. Und zwar ist die... Oh, hier ist auch höhlig. Viel zu tun. So. Dann gehen wir mal. Oha, Ferdinand ist umzingelt. Wir müssen ihn befreien. So. Weg, 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 weg. Nicht groß werden, nicht groß werden, nicht groß werden. So. So. Ach man, immer dasselbe hier. Aber Erfahrung ist gut. Was wir alles verzaubern können. Sehr, sehr toll. Richtig toll. Ich habe ja die Bücherregale dabei. Die packe ich dann neben meinen, Verzauberungstischle. Okay. Und dann haben wir das auch geregelt. So, jetzt hier schön 3. Wir müssen 3 machen. Nummer sicher. Ich will halt immer schnellstmöglich mit meinem Pferdchen hier durchpesen. Dann haben wir einmal die Pferdestrecke. Die wird so lange aktiv bleiben, bis... meine U-Bahn fertig ist. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauern soll und wie vor allen Dingen, wie viel, unfassbar viel Schienen ich dafür brauchen werde. Schienen kosten doch bestimmt extrem viel Eisen, ne? Könnt ihr mir mal schreiben, was es mit Schienen auf sich hat. Wie man die am besten baut, ich glaube. Ja, es hat auf jeden Fall was mit Eisen und mit Stöcken zu tun, von daher. Mit ein bisschen Experimentierfreude würde ich das wahrscheinlich auch schaffen. Was mache ich hier schon wieder?
Nur Blödsinn, ne? Blödsinn, brauner Blödsinn. Um mal wieder mein eigenes Video zu zitieren. So, was haben wir denn hier? Oh, da brennt aber die Lunte. Da habe ich doch was kraxeln hören und sehen im Hintergrund. Nein? Okay. So, komm, noch ein Stückchen. Noch vier. Und, ja, Bruchstein haben wir dafür noch mehr als genug. Wir kommen auf jeden Fall wohlbehütet rüber, damit uns die Spinne schon mal angreifen kann. Nein, kann doch nicht sein. Nehmen wir den jetzt hier so. Okay, genug gelabert. Ich würde sagen, machen wir ein kleines Päuschen. Ne? Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Minecraft. Schön, dass du wieder dabei warst. Ciao, ciao.